Sommer daheim wird Ihnen präsentiert von Ihren DM-Drogeriemärkten in der Region. Wir wünschen viel Freude und einen schönen Sommer. DM. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Für meine Schuhe ist hier Endstation, denn für mich geht's heute auf den Spalter Barfuß-Wonnenweg. Das bedeutet, Schuhe und Socken warten hier am Eingang auf mich. Kilometer ist der Pfad lang. Auf meinem Weg treffe ich Familie Bekemeyer aus Nordrhein-Westfalen. Nico und Nele nehmen mich gleich mit zu ihrer Lieblingsstation, dem Moorkneippbecken. Bis dahin reicht das? Ja. Gut. Was spürt denn ihr gerade an den Füßen? Hier ist es richtig schleimig. Da ist es richtig schleimig. Okay, gut, dann muss man da wahrscheinlich aufpassen. Fühlt sich das jetzt gut an oder ich kann es gar nicht einschätzen? Es fühlt sich richtig gut an, wenn es schleimig ist. Mit sauberen Füßen verlässt hier keiner den Pfad. Und genau so soll es auch sein. Wenn man barfuß läuft, dann kriegt man eine kostenlose Fußreflexzonenmassage. Und alle Nerven enden irgendwo in den Füßen. Das heißt, der ganze Körper fühlt sich wohl danach, ja, und wird angeregt, die Durchblutung wird angeregt. Und deswegen ist das für Menschen jeden Alters, egal ob die jetzt erst 2 Jahre sind und gerade laufen können oder ob sie schon 92 Jahre sind und noch laufen können. Zurück zur Familie Bekemeyer auf dem Pfad und einem etwas ungewöhnlichen Untergrund. Nico, erzähl mal, über was laufen wir da gerade drüber? Über Scherben. Ja. Über Scherben? Aber die tun nicht so weh. So als Eltern, was sagt man da, wenn die Kinder über Scherben laufen? Komisches Gefühl, ne? Eintritt kostet der Pfad übrigens nicht. Stattdessen wird die Pflege des Wegs mit Spenden finanziert und Ehrenamtliche kümmern sich um die Instandhaltung. Ein Vorteil auch für Familien. Also jetzt direkt haben wir da nicht drauf geachtet. Das war natürlich ein positiver Nebeneffekt. Aber klar kann man natürlich nicht jeden Tag im Urlaub was machen, was extrem teuer ist. Von daher ist das auf jeden Fall gerade für Familien, glaube ich, auch eine gute Abwechslung. Nach 40 Stationen bleibt am Ende vor allem eine im Kopf. Dieses Moorbecken. Dieses Moorbecken. Da geht es jetzt auch noch gleich nochmal rein für dich, oder? Ja. Tja, und für mich geht es schon wieder zurück. Nach den ganzen Stationen kann ich hier im Bründelboch nochmal meine Füße ein bisschen abkühlen. Die haben ja auch einiges hinter sich. Kirschkerne, Glasscherben, Wurzeln, Sand, alles Mögliche. Also so intensiv habe ich den Waldboden tatsächlich auch noch nie erlebt. Deswegen nutze ich jetzt hier die Chance, im Bach nochmal meine Füße ein bisschen entspannen zu lassen. Sommer daheim wurde Ihnen präsentiert von Ihren DM-Drogeriemärkten in der Region.